So, hallo, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Xplain. Ja, wir stehen heute wieder mal in Zürich und wir fliegen wieder ein Staatsflugzeug hier, der wunderschöne Airbus A330 von JR Design übrigens und in einer wunderschönen Edelweiss-Bemalung. Wir fliegen heute von Zürich nach Barcelona. Eigentlich wäre das ein Swiss-Flug und ich habe eigentlich auch vorgehabt, mit einer Swiss-Livery zu fliegen, aber irgendwie habe ich keine gute gefunden und die ich runtergeladen habe, die hat ziemlich schlecht ausgesehen. Also, wie soll ich sagen, auf dem einen Triebwerk ist das Swiss-Logo noch spiegelverkehrt und ja, da fliegen wir lieber Edelweiss. Aber ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon mehr oder weniger bereit für zum Triebwerk starten. Das heisst, wir können mal DPU starten zum nächsten Mal, bevor dass wir Ground Power und so abhängen. Voilà, da passiert etwas. Sehr schön. APU Gen ist sowieso da. APU Bleed ebenfalls. APU Bleed ist gut. Dann können wir eigentlich hier wieder sagen, Ground Handling, Drive All Away. Schauen wir das kurz von außen an. Voilà. Die Leute kehren und so weiter, setzen sich alle schön in Bewegung. Weg vom Flugzeug. Und demnächst, müsste eigentlich, ja genau, hier jetzt Zeug tut sich auch langsam abprotzen, da Gepäckrampen und so weiter und so fort. Gut, Türen sollten eigentlich auch irgendwann noch zugehen, aber jetzt müssten wir eigentlich zuerst schön warten, bis das Zeug alles weg ist. Türen muss ich glaube noch manuell zutun im Moment. Close all doors. Ja. So. Türen zu. Dann können die nämlich auch wegfahren hier. Voilà. Okay, wieso gehen die Türen wieder auf? Das ist mal wieder sehr cool. Aha, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein kleiner Bug gewesen. Close all doors kommen. Weil, von der Animation her wären die wahrscheinlich sowieso gerade zugegangen und ich hatte den Zugabefehl schon gegeben und nachher hat er einen zweiten Befehl bekommen, also sind sie wieder drauf. Anyway, this is your chief flight attendant. Wir können hier schön schauen, Doors, zeigen wir hier, alles zu, perfekt. Das heisst, wir sind eigentlich mehr oder weniger bereit zum Triebwerksstart. Geben wir hier auf Ignition Start, Engine 1. Ja, ich weiss, normalerweise tut man Engine 2 zuerst, aber bla bla bla. Ist jetzt gleich. Ja, das ist am Steigen da. Sehr schön, das erste Triebwerk kommt. Sehen wir da schön. External Power ist nicht mehr available. Sehr gut. Dann machen wir doch noch Triebwerk 2. Einen kleinen Moment. So, da bin ich ja schon wieder. Das Triebwerk ist gestartet. Voilà, sehr schön. Gut, Wheel. Pressure. Ist alles okay. Was wir eigentlich noch könnten, ist hier dementsprechend Reiseflughöhe einzudrehen. Das sind Flight Level 360. Das ist 1000 Fuß. Dann tun wir hier doch noch Slide auf Taxi. Hoppla. So. Jetzt
Dann können wir eigentlich die APU bereits auch schon abschalten. So, sehr schön. Da stimmt glaube ich alles. Dann können wir eigentlich schon zur Bahn fahren. Die Bremse lösen. Geben wir ein bisschen Schub. Wir machen nebenbei noch hier die Checkliste. Spoilers armed, flaps take off. Flaps 1, flaps 2, flaps 1. Flaps 2, flaps 1. Was haben wir jetzt? Flaps 1, hä? Okay, weißt du was? Ich muss das dann noch geschwind abchecken. Weil ich glaube, ich habe das noch gar nicht richtig programmiert. Gehen wir hier doch mal noch schnell auf Performance. Tatsächlich. Flaps 1, machen wir doch Flaps 2. Slash, jetzt muss ich jetzt schnell nachschauen. Flaps 2, Flaps 1, Flaps 2, Flaps 1, Flaps 2, Flaps 1. So. Weißt du was, ich tue die jetzt einfach hierher. Und jetzt mache ich es einfach pro mit einem Dings gegenüber. Okay? Aber das lassen wir jetzt. Was ich eigentlich schauen ist hier Plugins beim Open Load Sheet. Sehr schön, ich nehme mal ein Gas zurück, dass wir nicht schnell werden. Was ist der Takeoff Trim? 1.3, okay. Slash Up ist das wie immer, UP. So, schauen wir noch einmal. Genau, dann tun wir das doch hier da rein. Bam. Jetzt sind es nämlich Flaps 2. Flaps 1. Flaps 2. Flaps 1. Flaps 2. Flaps 1. Flaps 2. After start checklist completed. Okay, after start checklist completed. Take off Flex. Hätte ich doch gesagt, machen wir wie immer Flex 45. Tun wir hier F. Tun das dementsprechend auch rein. Voilà. Jetzt haben wir auch noch die Flex Temperature gesetzt. So, und jetzt sind wir eigentlich bereit. Sie noch schön bei den V-Speeds drücken. Voilà, damit sie automatisch berechnet werden. Gut, jetzt sind wir auch bereit. Jetzt können wir auch langsam aber sicher ein bisschen mit höherer Geschwindigkeit an die Bahn fahren. Weil ich wollte langsam mal starten. So. Was wir noch machen, ist hier Ignition wieder auf normal. Pedal full left, check. Ah, Pedals muss ich noch checken. Pedal full right, check. Full down, check. Pull up, check, ist schon gemacht. Full left, check. Full right, check. Perfekt. So, 37 Knoten. Sind wir hier am Rollen, das ist sehr, sehr schnell. Aber ja. So. Das ist gut so, schau da geschwind. Ja, full up. Muss ich noch einmal voll aufziehen. Ja, er kennt es nicht, dass ich voll aufziehe. Schade. Tja. Da wird schon gar Autobrakes, tun wir auf Max. Und dann sind wir eigentlich schon bereit zum Starten. So. Barometer, was haben wir eigentlich? QNH 10.14. So. Das ist gut so. Wir starten von der Bahn 16 übrigens. Wow, jetzt habe ich die falsche Seite gelenkt. Jetzt muss ich schauen, dass ich da mit dem Rad ins Gras rausfahre. Aber ja. Ich habe mich immer noch nicht an die neuen Pedale gewöhnt hier. So. Ich bin gespannt, wie das rauskommt hier nach dem Start. Wir haben wieder so eine komische Departure, die wir näher über dem Flughafen müssen kehren. Ja. Mal schauen.
Ich fahre bis ganz zum Ende von der Bahn. Draußen sieht das Ganze auch schön aus. Genau. Jetzt haben wir keine Starthemmung mehr, keine Take-Off-Inhabit. Und ja, jetzt muss ich einfach noch den Transponder anlassen und die entsprechenden Licht, bevor ich es vergesse. So, die wir hier mal ein bisschen bremsen. Da kommt sofort das Anti-Skid. ABS. Gut, halten wir hier mal ganz kurz nach. Tun hier den Transponder an. Machen wir so. Und hier. Und ich hätte gesagt, wir machen dann ganz einen coolen Squawk. Und zwar irgendwie 770 oder 7500. So. Das sieht doch gut aus. Ja, dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger bereit zum Aufrollen und nachher starten. Jetzt fällt es noch einfach regnen, du. Uiuiui. Uiuiui. Gut, dann rollen wir mal auf. Das sieht gut aus hier. Das sieht ebenfalls gut aus hier hinten. Ich würde sagen, wir starten gerade aus dem Turn raus, starten, halten nicht mehr an. Wir haben zwar wieder eine Starthemmung, aha, weil wir natürlich eingelenkt haben. So, dann würde ich sagen, wir starten. Warum dass wir jetzt eine Starthemmung haben, weiß ich nicht. Ja, hier Manual Flex 45, Trust Lever. Okay. Take off inhibit. Komisch. Vielleicht muss die Meldung auch dort stehen, wer weiß. Aber wahrscheinlich nicht. Wobei ich wüsste nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe. Aber ja. Genau. So, da haben wir V1. Rotate. Dann haben wir eine positive rate. Gear up. Trust lever ist climb. Fliegen fürs erste noch manuell. Ah, die Lichter habe ich natürlich vergessen, hä? Rede doch noch davon, dann vergiss ich sie wieder. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Und wir Turn-Offs ohne Beacon sind okay, Strobes sind auf Auto. Winglines brauchen wir nicht, perfekt. So, dann tun wir doch mal die Kurve hier anfangen. Er wollte sie ja noch nicht so steil machen, der Autopilot. Bin mir nicht sicher, was der Autopilot hier genau will. Jetzt wollte er das hier Kurve fliegen. Ja, sehr schön. Ich bin einfach ein bisschen zu früh gewesen.
So, jetzt sind wir in IFR Conditions. Jetzt könnte ich wieder GPWS anfahren. Terrain, Terrain, Terrain. Pull up. Und dann würde ich wieder sagen, das GPWS im Airbus ist viel zu empfindlich. Aber dann wird sich dann plötzlich herausstellen, dass wir mit einem Berg kollidieren. Allerdings wüsste ich hier nicht mit welchem. So, hä? Gut, das sieht schon mal ganz okay aus, so. Ich habe gesehen, nach dem nächsten Turn übergebe ich den wirklich am Autopilot. Ich habe keine Lust mehr. So, machen wir Flaps ab. Flaps zero. Weil ich es also nicht so gerne, wenn er hier mit 250 Knoten versucht, die Turns zu fliegen. Darum habe ich jetzt mal gedacht, ich übernehme ihn manuell und fliege eben so bei 180 Knoten rum. So, lieber Autopilot, wenn willst du uns den Turn fliegen? Jetzt möchte er. Wie ihr seht, ich fliege einfach ein bisschen am Flight Director nachher. Das kommt schon gut, hä? Ja, das Wetter. Jetzt ist gerade Framerate schlecht, weil wir so ein bisschen Wetter unter uns haben. Aber ja. Beim Airbus, der hat ja Autotrim, dort müsst ihr euch keine Gedanken machen, von wegen, dass jetzt der gleich mal die Nase wie soll ich sagen, sich senkt, würde er in eine Kurve hineinfliegen. Das passiert hier nicht, der Airbus tut für das kompensieren. Gut, und jetzt habe ich das Gefühl, 10.000 Fuß Landing Lights off, die ich vergessen habe einzuschalten. Und ich denke doch, wir übergeben einem Autopilot. Autopilot 1, cross-check. So. Minus, was ist das? Minus oder Plus? Ich sehe es nicht recht. 2.500 Fuß unter uns, da vorne ist ein anderes Flogi. Mal schauen, ob wir da eine Warnung bekommen. Sollten wir eigentlich bei dieser Distanz vom anderen Flugzeug nicht bekommen. Also eine TCAS-Warnung. Eine TCAS Resolution Advisory. Ja, ja. Gut, der Flüger haltet jetzt so rund 11.000 Fuß, weil ich zum Autopilot übergeben habe und jetzt versucht er ein bisschen krankhafte Geschwindigkeit aufzubauen. Da wir über 10.000 Fuß sind, bereits über 250 Knoten, also 300 Knoten, voilà. Und dann wird er dann weiter steigen, ganz normal. Voilà, jetzt. Was versucht er genau? Ah, okay, er hat versucht einfach den Turn dort noch mitzubekommen. Dafür versucht er jetzt mit einer S-Kurve, der anderen S-Kurve, hier nachher zu fliegen. Okidoki, das funktioniert. Voilà, da können wir auch schon wieder anfangen zu steigen. Und wir steigen weg von dem anderen Flugzeug. Perfekt, ja. So, wir sind eigentlich schon lange über der Woche. Das heisst, wir könnten auch noch den Windshield Wiper und den schönen Scheibenwischer abschalten. Sehr gut. Ja, ja. Das kommt gut. Vorausgesetzt, ich drücke nicht irgendwelche komischen Knöpfe und bringe den Flüger wieder zum Abstürzen.
also das System, nicht der Flüger selber. aber ja, ich denke, das kommt schon gut. Ich denke, das kommt wirklich gut. So, Mikrofon funktioniert auch noch. Ich tue es jetzt nicht mehr testen. Für den Rest vom Flug, das werde ich eh nicht wieder können, das werde ich eh wieder nicht können einhalten. Standard Barrow Crosscheck. Passing flight level 147. Ja, Standard Barrow Crosschecked. Die Frames sind ganz okay, trotz dem Wetter. Da kommt schon gut. Wie lang ist es eigentlich noch? Man hätte hier eigentlich noch können, der Dings setzen. Sorry, ich mache es hier, glaube ich. Ich mache es hier auch noch. Voilà. Predicted to... Okay, nein, das ist das, wenn wir im Cruising Flight ankommen, die Prediction Flight Plan. Level 12.45. Okay, jetzt haben wir 11.32. Scheiße, das ist eine hure Weite. 400... Oh. 482 Meilen, Gott, damit haben wir wieder einen extrem langen Flug ausgesucht. Ey. Naja, was soll's. Ich würde mal sagen, wir fliegen doch mal ein bisschen im Flüger umeinander. Ich glaube, die Tür kannst du nämlich wirklich nicht aufmachen. Die Emergency pull the... Pull the reverse and push open the hatch. Okay. Jetzt sind wir die Tür durch. Sehr schön. Doors and slides. Okay. Ui, sehr schön, ne? Ich glaube, da bin ich noch gar nicht her. Das letzte Mal. First Class. Sitzen wir da mal her. Lavatory. Ist aber auch ein bisschen ein Schissplatz, wenn man hier sitzt und direkt immer aufs WC sieht. Das interessiert mich jetzt übrigens gerade, ob das ausmodelliert ist. Nein, ist es nicht. Gut. Yeah, jetzt sind wir außerhalb vom Flüger. Gehen wir wieder rein. Ja, dann gehen wir mal hinter in die normale bis Economy, Business, whatever, Class. Oder ist das Business und das ist Economy. Egal, irgendwie konfiguriert ist das Flugzeug. Stühle. Jede Menge Stühle. So, ich nehme an, wenn man der echte Flüger ist, sind hier der Durchgang Vorhänge dazwischen. Oh, das ist aber mega viel Abstand zum Fenster irgendwie. Ist hier auch sehr viel? Ja, hier ist so sehr viel. Upsala. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. So, jetzt sind wir hier. Der mittlere Bordküche, Galley, whatever. Jetzt machen wir einen Turn. Mal schauen, wie das aussieht. Vom hintersten Platz hier. Okidoki.
dahinter ist die letzte Bordküche. Sehr schön. Die sehen wir ganz würde. Sehr schön. By the way, übrigens, ihr seht jetzt hier, geht es zusammen von. Ah, nein, das stimmt gar nicht. Ja, hier geht der Rumpf zusammen und in der 747 übrigens sind da vorne immer noch drei Reihen am Fenster und nachher, wenn der Rumpf zusammen geht, werden es zwei. Und das sind so ziemlich die besten Plätze im ganzen Flüger. Und man hat mega viel Platz auf der einen Seite. Das Dumme ist nur, dass nachher die hinter euch das Gefühl haben, sie können ihre Füße hier in den Spalt rein haben und ihre Scheiße hier in den Abfall dort herfallen. Oder irgendwie das Gefühl haben, sie müssen das Fenster offen lassen, wenn man versucht zu schlafen. Und es ist halt aus. Aber sonst ist das, glaube ich, der beste Platz. Ich würde den hinterletzten, nicht den zweiten hinterletzten nehmen. Aber ja, nur so kleine 747-Tipps. Weil ich bin ja 2015 nach Japan geflogen. Von Frankfurt aus mit der 7478 nach Tokio Haneda und nachher zurückgeflogen mit der 747-400 aus Osaka Kansai. Das ist der Flughafen, der auf einer künstlichen Insel angelegt ist. Und Japan könnte eigentlich auch wieder mal fliegen, hä? Das wäre auch mal wieder etwas mit Nippon Airways und so. Gehen wir wieder zurück ins Cockpit oder schauen kurz von außen mal, wie das aussieht. Weil man sieht, wir haben wieder unsere wunderschönen sogenannten Kondensstreifen hinter uns. Aber eben Japan könnten wir auch wieder mal fliegen, habe ich so das Gefühl. So mit dem Airbus, also mit dem A320, sobald er geupdatet ist. So, ja, wir sind immer noch am Steigen. Jetzt der gerade auf 31.000 Fuß. Sehr schön. Was ich ja ganz vergessen habe, ist natürlich, man kann hier. Close the doors. Yes, please. Yes, please. Okay. Kanzel. PA. Cruisenanzug. This is your captain speaking from the flydeck. I would like to give you some information concerning our flight. As you know, we have departed around 20 minutes ago and we are presently flying at the cruise altitude. On behalf of airlines, I would like to wish you a nice and pleasant flight. On behalf of airlines. Enjoy our service. Thank you for your attention. Zeig mal in it. Ja, ja, the flight number Alex666. Front Spoilers arm, die könnten wir eigentlich wieder disarmen. So, sind sie disarmt. No Smoking Sign ist immer noch drin. Der Flüger ist stabil. Fuel Prediction, voilà, wir haben dann noch 7 Tonnen extra, sobald wir dort ankommen. Also Fuel Berechnung ist eigentlich gut, denn das hier hätten wir auch noch anlassen. Das klingt gut. Was ich eigentlich auch noch mal zeigen ist das hier. Hier nämlich wie im FSX, für die es kennen. Flugverkehrskontrolle, Top Level Control Center. Request Altimeter. Alpha 330 Lima Sierra Zulu Bravo. Altimeter 2994. LSZB Altimeter, so sind wir da in der Nähe von LSZB. Ja, da hinten ist es. Readback. Lima, Sierra, Zulu, Bravo, Altimeter 2994. Ach so, da ist meine Stimme.
Voilà, der Pfarr bei Wadal ist ja schon unsere Dingens da. November, 0, 1, X-Ray, Papa, Lima, Sierra, Tango, Sierra, Altimeter, Top two, of Climbs. Niner, niner, four. Lima, Sierra, Tango, Sierra, Altimeter, 2, Niner, Niner, 4, November, 0, 1, X-Ray, Papa. Okay, okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das mal für ein Zeitchen eingeschaltet mit diesen Funksprüchen von den anderen Flugzeugen. Oh, wir haben einen hinter uns auf genau gleicher Höhe. 10 Meilen. Eigentlich müssen wir sie vor dem Strahl erkennen. Ah, dort ist er. Schau hier. Was ist es? Es ist ein MD, hä? MD 82 oder 83 oder... Nein, 87, genau. November, es ist 87. 2, X-Ray, Papa, Lima, Sierra, Golf, Lima, Altimeter, 2, Niner, Niner, 4. Lima, Sierra, Golf, Lima, Altimeter, 2, Niner, Niner, 4. November. Ganz viele amerikanische Flüger hier in der Schweiz. So, aus dem Funk raus. November, whatever. Gehen wir mal hier. So, wir sind auf Cruising Level. Hier funktioniert ja irgendwie. Was wollte ich eigentlich sagen? Kostindexberechnung nicht so wirklich. Darum tue ich jetzt noch manuell ein bisschen beschleunigen. Auf etwa so 8,5. 8,1 wäre realistisch, aber wir wollen hier mal ankommen, darum 8,5. Außerdem habe ich genügend Reserven. Schauen wir doch mal noch das Wetter an am MV Arrival Airport Update. 220-70 Knoten, das ist okay. Ich habe nämlich geplant, auf der Bahn 2-4 zu landen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. November, 0-1, X-Ray, Papa, Lima, Sierra, Golf, 2-5, das passt ja. 70 Knoten sind aber relativ viel, ne? Lima, Sierra, Golf, Golf, Altimeter, 2-9-9-4, November, 0-1, X-Ray, Papa. Über diesen komischen Altimeter, ne? An jedem Flughafen, wo sie jetzt vorbeifliegen, oder Helikopter, oder was das ist, müssen sie den Altimeter anfragen, okay? Cool. Das ist doch eine super Sache. Ui, macht das immer noch schuuu. Ah nein, da hätte ich ja gar keins. Der Radio 20 hat ja hier so eine... hat ja hier auf dieser Scheibe so etwas zum Abziehen und das macht so schuuu, schuuu, schuuu. Aber genau. Das sieht ja oberfancy aus, ey. Das sieht ja richtig fancy aus. Zum alten Wochen verschwinden, hä? Dahinter, hä? Ho, 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 ho! Hu! Ui, 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 das sieht ja aus, ey. Sind das Röntgenschirme? Nice, dude. Ich glaube, das davor ist nicht mehr, das ist einfach die Map, die sich nachladet hinten. Das sieht ja der Wahnsinn aus. Was ist los? I would like to report about the situation on the board. Passengers come. It is all right now. Okay. Okay. Thanks, dude. Oh ja, ja, das ist wirklich die Welt, was sich dort hinten langsam am Aufbauen ist, hä? Unter den Wolken. Sehr cool. Ja, ja. Concerning our flight, ja. 15 minutes ago and we are presently flying at the cruise altitude. On behalf of airlines, I would like to wish you a nice and pleasant flight. Lean back, relax, enjoy our service. Thank you for your attention. Ich habe den Airbus gegen runter getrimmt. Haben wir das gesehen?
Voilà, jetzt tut er raufziehen und ein bisschen nachher trimmen, das Flebeweier. Das ist ja cool, ey. Das ist voll awesome. Da vorne tun wir den abbiegen, du siehst das. Das ist ja der voll awesome hier. Ich hoffe jetzt mal, die MD87 fliegt geradeaus, weil die können vielleicht noch zu einer T-Class Resolution Advisory kommen. Nämlich ein wunderschönes Traffic. Climb. und so weiter und so fort. Aber eigentlich werde ich es auch nicht drauf anlegen, weil da kommt dann plötzlich wieder Terrain Pull Up auf 36.000 Fuß. Und dann passiert wieder irgendetwas ganz Lustiges mit dem Flieger. so wie das letzte Mal. Aber du. So ist es halt. So. Genau, was ich mir übrigens auch noch gekauft habe, ist für einen FSX, den glaube ich nicht. Für einen FSX habe ich mir Dings gekauft. Das Boeing 717. Uiuiuiui. Das Problem ist einfach so ein bisschen mit dem Simulator Steuerung. Ich komme nicht mehr klar auf die Steuerung. Es ist mühsam, FSX zu bedienen irgendwie. Aber 717 ist wirklich cool. Und November 03 X-ray pop-up. Descend and maintain flight level 340. Wir sind am Maintain Flight Level, sorry wenn ich unterbreche. Wir sind am Maintain Flight Level 340, wo ist er? Ist er jetzt am Sinken? Oh nö, jetzt fährt er an Sinken. Schade. Das ist jetzt wirklich schade, dass der anfängt zu sinken. So gibt es natürlich keine Resolution Advisory. Gut. Aber 717 habe ich mir ja gekauft. Und ist ein wirklich cooles Flugzeug, aber ich habe es noch nicht einmal selber richtig können fliegen. Ich kann also nicht versprechen, dass es ein Video dazu gibt demnächst, aber so ein kleines Flügelchen könnten wir sicher mit dieser mal machen. Weil es ist wirklich so. So. Halt wie die MD-11, so eine Mischung zwischen Boeing und Airbus. Das FMC bedient sich eher wie eins vom Airbus. Dafür ist der ganze Flieger Boeing. also November, ist wirklich cool. 03, ach nö. Schade, bist du jetzt im Sinken. November 03 X-ray Papa. November 02 X-ray Papa Lima Foxtrot Lima Altimeter 2994 Lima Foxtrot Lima Altimeter 2994 November 02 X-ray Lima Fox, also Lima Foxtrot ist doch Frankreich, oder? Sehr schön, wir sind hier immer noch wunderschön am Cruisen. Oh, da vorne hat sich ein bisschen etwas aufgetan, weil ihr seht jetzt hier. Dort im Dunst vorne, sag ich jetzt mal, dort hört die Welt auf. Okay, sie hört doch noch nicht dort auf, hä? Aber hey, könnte es sein, dass ab dem Punkt, wo ich... what the hell, schaut mal das an. Wenn ich das abklappe, ist das Zeug viel detaillierter. Yeah, Mann. Gut. Wahrscheinlich genau ab dieser Grenze, die wir jetzt hier sehen, so. Hat er so wie ein zweites Overlay, das weniger detailliert ist. Ja? Und was wir hier sehen, ist, wie sich es tatsächlich aufladet und dann später in Sichtweite kommt. Oh, ist noch lustig, wie das Zeug aufgebaut ist. Ja? So. Er macht auch unsere Fuel Prediction. Fuel Prediction ist immer noch perfekt. Du, ich würde sagen, wir fliegen doch noch ein bisschen schneller. Oh ne, das ist Maximum, he? 8,5, he? Das ist Vollgas.
Maximal zugelassene Geschwindigkeit. November 0, 2, X-Ray, Papa, Lima, Foxtrot. LFLB. LFSB wäre Basel, also Basel Mülhaus. Lima, Foxtrot, Lima, Bravo. Altimeter 2994. November 0, 2, X-Ray, Papa. Okidoki. Pang! Das Tischli, das wie sich das aufklappt jedes Mal. Pang, pum, pang, pum, pang, pum. November 02 X-Ray, Papa. Y-Heading 340. Y-Heading 340, ha? 340, November 02 X-Ray, Papa. Pri. Das Wetter lässt sich neu. Achtung! Wir werden erst zwei Windböen erfasst. Oder nicht? Beim FSX ist das ja so geil. Wenn das Wetter neu geladen wird mit der Standard, mit der Standard-Wetter-Engine, dann geht das Wetter zuerst mal weg. Dann ist Windstill. Dann lädt es neu und bam, kommt der neue Wind. Und nachher ist es mir tatsächlich auch schon passiert, dass der Flieger einen Over-G hatte. Wegen dieser Böe, die plötzlich gekommen ist. Yeah, Mann, schau mal. Yeah. Das ist ja voll geil, das ist wie beim Skoda, ey. Simply clever, ey. Und jetzt sind wir aus dem Flieger draußen. Hallihallo. So was so eine typische GoPro-Ansicht wäre. Moment, ich tue das Zeug mal wieder raus aufklappen. Das braucht man wirklich nicht. So eine typische GoPro-Ansicht ist die hier. Irgendwie so an der Scheibe. Genau. Gehen wir doch hier einfach mal ein bisschen raus. Hier. Oh mein Gott, nein! Aha, ist es dort, wo er merkt, hey, du bist nur im Cockpit und jetzt bist du außerhalb vom Flugzeug, ja? Jetzt bin ich gerade wirklich erklüpft, ey. Ja, die Typen sehen ja auch professionell aus, du. Sie ist ja voll im Griff. Die Sonnenbrille, ey. Wir sind da voll am Hartieren, gehen wir wieder zurück. Wunderschön, so wenn ist eigentlich, ist das Teil schon in Sichtweite. Mhm. Ja du, wie weit ist denn das noch? Ach, noch etwa 180 Meilen, dann sind wir endlich beim Top of Descent und fangen wieder an zu sinken. Das Flying 340, deine Mutter. Sehr schön. Gut. Ah, by the way, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, heute, also am Sonntag, der
Ich muss geschwind nachschauen, ob das stimmt, was ich jetzt gerade sagen will. Heute, 14. Mai. Im Moment stimmt das, was ich sage. Ich muss ganz kurz nachschauen. Würde in Bern wie weit muss ich denn da noch scrollen? Ey? November, zero, November, three, bla bla bla. Climb and maintain flight level 360. Up to flight level 360, November, 03, X-ray, Papa. November, 01, X-ray, Papa, Lima, Foxtrot, Kilo, Echo, Altimeter, 2991. Mann, finde ich das denn wirklich nicht, ey. Kilo, Echo, Altimeter, 2991, November, 01, X-ray, Papa. November, ich hab's gerade, ey, Moment. X-ray, Papa, climb and maintain flight level 360. Up to flight level 360. Ach, da haben wir's ja. November 03 X-ray, Papa. Nicht mehr, eben nicht mehr. Anyway, irgendwie habe ich mitbekommen, dass heute auch in Bern ein Swiss-Tubers-Treffen stattfindet. Das war auf der grossen Chance, also falls ihr Lust habt, dort herzugehen. Könnt ihr das ja noch machen, nach dem Video. Irgendwie habe ich das gelesen. Und jetzt habe ich versucht, die Meldung wieder zu finden, aber habe sie nicht gefunden. Das ist echt ein Wahnsinn. Aber da vorne haben wir wieder ein schönes Flugi. Da mache ich zoomen hier. Wie dem Fan ist das? Knapp 10 Meilen, Höhe. Minus 800, du. Heading 090. So, das gibt ja noch einen Resolution Advisory, du. Nein, gibt's nicht, weil er von uns wegfliegt. Sehr schade. Okay, jetzt hat er es als Fahrer erkannt. Wird es rot oder gelb? Nein, wird es nicht, weil er nämlich an uns vorbeifliegt. Also. Gut. Nichts passiert. Schade, ich hätte es jetzt gefeiert, hätte ich Climb machen müssen. Vom TCAS her. Also mir scheint es bis jetzt ist der Flug ziemlich ruhig. Da hat es einen Spalt. Von dem her. November, zero, three, bin ich eigentlich zuversichtlich, 160 Meilen. Können wir ja auch schon langsam auf was sinken, beziehungsweise dort ist der Top of the Cent. Das kommt ja gut. Gehen wir mal kurz auf Conditioning. Schauen wir mal zuerst Air Conditioning Zeug an. 24 Grad, das ist ja angenehm warm hier innen. Und Fuel stimmt ebenfalls noch. Das ist gut. Der Baudein ist für den Vater der Crossflow von der äußeren Tank zum inneren Tank an. Ich glaube, es ist ab entweder 3,5 oder ab 2,5 Tonnen Benzin. Also, wenn der. Jetzt muss ich erst anfangen. Wenn der. Der Flügel inneren Tank 2,5 Tonnen oder 3,5, ich bin mir nicht mehr sicher. Erreicht hat oder unterschreitet, wird Treibstoff, jetzt haben wir gerade einen mega Lag, wird der Treibstoff von der Flügelspitze in den Innertank transferiert, um die Balance zu halten vom Flüger. Es macht ja keinen Sinn, außen mehr Treibstoff haben als innen am Flüger. Aufgrund von Gewichtsverteilungsgründ.
Das Mikrofon funktioniert immer noch. Das Wetter wird sich auch noch nicht geupdatet haben. Nein, das tut sich erst alle halbe Stunde updaten. Halbe Stunde ist noch nicht vorbei. November 03 X-ray pop up. Climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flex level flight Altitude level 360. November 03 X-ray pop up. Minus 700 du, minus 700 du, minus 600. Wo bist denn du? Oh, immer noch 20 Meilen entfernt. Schade, schade. Und du fliegst sowieso an mir vorbei. Noch schäder. November 01 X-ray Papa Lima Foxtrot November Alpha Altimeter 2992 Lima Foxtrot November Alpha Altimeter 2992 November 01 X-ray Papa. Ja, schauen wir mal so. Sehr schöne leichte Drift dank Seitenwind. November 01. Sehen wir da etwas? Ja, ja, ein bisschen Rundstieg. Aber ja, man sieht etwas. Und was heading ist das hier? Ah, das ist ein Graspiste, das ist noch cool. Die Ansicht habe ich wollen. Näher das hier mal ein bisschen anschauen. Ich sage, die Triebwerke und der ganze Flieger ist wirklich, wirklich schön modelliert. Und trotzdem das Ganze wirklich wunderschön modelliert ist, ist die Performance immer noch sehr gut. Also der Flieger ist wirklich kein Performance-Killer. November 01 X-ray Papa Fly Heading 340. Heading 340, November 01 X-ray, Papa. Ah, das ist das Fenster, eh? November 02 X-ray Papa. Swap and push flap to grass pendel. Lima Foxtrot November Alpha Altimeter 2992 November 02. Do not open door if red warning light is flashing. Cabin pressurized. Das kommt nicht gut, wenn Kabine noch unter Druck ist. Ah, und hier haben wir so einen kleinen Indicator, wie der Flieger getrimmt ist. Ich könnte jetzt hier ein bisschen trimmen. Voilà, jetzt habe ich ein bisschen getrimmt. Und der Airbus wird jetzt dann langsam aber sicher wieder zurücktrimmen. Ich weiß nicht, ob es erkennbar ist. Er macht eher Kurve. Mal schauen, was jetzt passiert. Vielleicht ist er da ein bisschen am Nachtrimmen. Nein, da passiert nichts. Handset. Cool. Weil ich jetzt noch einmal bewegen. Der ganze Hinterflügel tut sich bewegen, wenn man trimmt. Eigentlich trimmt man ja einen Airbus nicht, weil der hat Autotrim und Fly-by-Wire. Von dem her. Oh, schau mal, was da draufsteht. Caution! Close! Was? Close engine core cowl before closing reverse, okay. Stand clear of hazard areas while engine is running. Oh, hallo, caution. Mounting points, okay. Engine oil filler access. Tank capacity 31,2 Liter. Use maintenance manual for approved laps oil, okay. Inspection access panel. Mount forward hoist, okay. Oh, was haben wir denn da vorne?
Was sind das da? Static. Static Ports. Yeah, within red eye must be smooth and clean. Okay. Ich glaube, das sind Törmesser-Dinger. Das ist mir gerade das Wort nicht eingefallen. Einfach Druckmesser halt. Ground Electric Connection. Interphone Service, okay. Air Extraction System from A and E Compartment. Okay. Static Ports auf der anderen Seite ebenfalls noch. November 01 X-Ray Papa Lima Foxtrot November Alpha Altimeter 2 Extinguish 1 Extinguisher 2 Inspection Panel Lima, okay. Foxtrot November Alpha Altimeter 2 Cargo Door Operation 01 X-Ray Papa Cargo Loading Operation. Ich gehe mal hier schön aus dem Hitzestrahl raus, damit es nicht so flimmert. Dann nehmen wir hier mal lesen. Cargo Door Operation Important. Check that area around the door is clear for door movement. Door opening pull. Locking handle to unlocked. Ah, das ist push and pull, okay. Warning. Do not unlatch with flashing light. Ja, wo dann pressurisiert ist, ja. Druckkabine noch aktiv ist. Press latching handle, release button and pull. HFNDLE to unlatch, wahrscheinlich Handle, jetzt noch etwas. Open Cargo Door Operation Access Panel, Turn and Hold Door Operation Ever. Und wieder Door Closing, Turn and Hold Door Operation. Okay, ja. Das kommt schon gut. Latch Handle. Wie funktioniert das da? Press and push. Press and push button. Ja, ist gut. Gut, ich glaube, wir lassen es sehen. Gehen wir wieder ins Cockpit. Ja, in ein bisschen mehr als 80 Meilen ist dann auch schon Top of Descent. Das funktioniert noch. Neben uns ist immer noch ein Flugi. Oh, jetzt fliegt es von uns November weg oder auf uns zu. Es fliegt auf uns zu. Gibt es eine Resolution Advisory? Ja, ich glaube, es gibt erst eine, wenn er 1000 Fuß von uns, also weniger als 1000 Fuß entfernt ist von uns. Ja, da kommt keine mehr. Wir verpassen uns. Oh, hallo. Sehen mehr. Ist das der auch wirklich echtes Meer? Mhm. Scheint so. Extra Fuel ist immer noch gut. Oh, das Landing hier, Gravity Extension. Ah, funktioniert nicht. Schade. Jetzt hätte ich jetzt schon das Fahrwerk rausgelassen. Das wäre wahrscheinlich postwendend, wären Klappen abgerissen. Wir hier schon mit maximal erlaubter Geschwindigkeit und mit maximal freigegebener Geschwindigkeit fliegen. November 03 X-Ray Papa Fly Heading 300. So, tun wir das mal ausschalten. Dass wir es nicht mehr hören. November 03 X-Ray Papa. November 03 X-Ray Papa. Oh nö, kannst du mal aussteigen hier. Heading 030. November 03 X-Ray Papa. So, ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr.
Das muss ich halt schnell über das Menü dort oben. Aber jo. Ja gut, in rund 70 Meilen geht es ja schon auf die Landung zu. So, voilà. Auch der Tank Transfer oder Crossflow, also immer, wie auch immer man das nennen will, hat jetzt angefangen. Voilà, es sind 3,5 Tonnen. Sehr schön. OVFY. Ich drücke es jetzt mal lieber nicht. Passiert, was drückt, aber nichts passiert. Okay. Das ist ja gut. Bei diesem Flieger weiss man nie. Ich empfehle euch nicht den Knopf und den hier während dem Flug zu drücken. Oh hallo, was ist denn da? Oh, 2000 Fuß unter uns, das fliegt auf uns zu, oder wie? Ja, nicht direkt. Sehr schade, das gibt wieder keine Resolution Advisory. Crossing Climb und so weiter und so fort. Jetzt machen wir sowieso noch eine Kurve davon weg. Ja, ja. Sehr schön. Was ist eigentlich so? Muss man hier schön schauen auf den Flightplan. Was ist eigentlich so der letzte, die letzte Höhe, wo wir so sind vor dem ILS, vor dem Eindrehen auf das ILS? Ich zeige das einmal hier. Okay, das wäre hier Solil, Solil. Ah, 3000 Fuß, okidoki. Ja, dann hätte ich doch gesagt, wir drehen 3000 Fuß. Also 2500. Ja, kann man sich dann noch entscheiden haben. Nicht noch, sondern irgendwie. Oh, 2900. Perfekt, hä? Kannst sogar in 100er Schritt eingeben. Super Flugzeug. Tun wir das wieder so und so machen. Um updaten. Update ist immer noch gleich geblieben. QNH ist hier auch 10.14. Sehr schön. 2207 10 Knoten. Immer noch relativ windig. Mal schauen, wie das rauskommt. Wir sind gespannt, hä? So, da bin ich wieder. Ganz kurz etwas müssen abklären. Ja, das Mikrofon läuft wirklich wieder. Vielleicht tue ich mir mal so ein Wetter-Add-on hier Mixplane kaufen. Ha? So für die Woche irgendwie. Und vor allem damit die scheiß Kondensstreifen, die sogenannten, die schwarzen, die grusigen, die zum Kotzen, weggehen.
Ich habe ein paar Screenshots aufgenommen für das Bild im Let's Play, wie gewisse Leute würden sagen. Also für's Thumbnail. Thumbnail. Ja, es sind weniger als 40 Meilen bis zum Top of Descent. Zum Top of Descent. Annunciation Lights, das ist ja, wo ist das überhaupt? der hat ja nicht wie ein Boeing hier hinten den Sicherungskasten. Aber naja, hoppla, falsch, oh shit, falsch, ganz falsch. So ist richtig. So, 20 Meilen, ein bisschen mehr als 20 Meilen, 25 Meilen um genau zu sein. Ich denke, ich kann es kaum erwarten, wenn wir endlich anfangen zu sinken, weil ich weiß nicht mehr, was erzählen. Aber eben, ich versuche mal wieder FSX zu spielen. Demnächst. Das sage ich irgendwie in jedem X-Plane-Video, ich will wieder mal FSX spielen, aber mache es dann gleich nie. Aber das nächste Mal im X-Plane würde ich sagen, fliegen wir dann mal wieder ein bisschen anderes Flugzeug. Vielleicht mal wieder CRJ oder so etwas. Und vielleicht auch mal wieder ein kürzes Flügli. Der Daniel Kaiser hat mir ja wieder einen Flugvorschlag gemacht. Und zwar so eine kleine Tour durch die ganze Schweiz. Und ich denke, so das nächste Mal oder das übernächste, in der nächsten oder übernächsten hoppla, Folge von X-Plane fange ich dort mal an. Ich weiß noch nicht, ob ich alles in ein Video packe oder die einzelnen Hops in mehrere Videos tue. Das weiß ich noch nicht. Es sind irgendwie 5 Hops, glaube ich, durch die ganze Schweiz. Fährt irgendwie, glaube ich, zu Genf an. Ah, nein, nicht zu Genf. Irgendwo fährt es an und dann immer wieder so ein bisschen zwischenlanden. Ich denke, CRJ 200 ist das angenehmste Flügerli dafür. Theoretisch könnten wir auch etwas Altmodisches fliegen. Allerdings weiss ich noch nicht, ob das Saab 340 bereits geupdatet worden ist. Ich glaube es nämlich noch nicht. Ja, und sonst der CRJ funktioniert einwandfrei im Elfi. Würde ich sagen, CRJ. Oder vielleicht. Ich beginne mir überlegen, was es sonst noch könnte geben. We're close to top of descent, sir. Ja, aber close to top of descent, was es sonst noch könnte geben. Ja, CRJ oder Airbus A320, allerdings weiß ich nicht, ob und wenn der geupdatet wird. Aber ja, ich denke, das sind so die zwei Kandidaten, CRJ oder Airbus. Ah, jetzt ist er automatisch auf den Descent. Ich habe ja gar nichts gedrückt. Oder bin ich doch versehentlich nirgends drauf gekommen? Eigentlich sind wir ein bisschen zu früh. Hm? Naja, ich denke, er wird es schon noch können, kompensieren. Ah, vielleicht bin ich auf die linke Maustaste gekommen. Hm? Op-Descent ist nämlich der Maximal-Descent. Und jetzt habe ich ja reingedrückt, das heisst, ich gebe Flugzeugkontrolle. Naja, wird schon gut klar, wird es dann kompensieren können. So, da sind wir. Wir haben da den violetten Punkt bekommen. Sehr schön. Was wir eigentlich noch machen könnten, ich habe das Gefühl, das Wetter hat sich jetzt gerade wieder aktualisiert. So von den Frames her. Update. Das ist immer noch gleich. Also tun wir hier vielleicht schon mal 10.14, wie es da unten steht, QNH 10.14 eingeben. Da haben wir das auch schon gemacht, weil wir haben ja nicht irgendwie noch
Restriktionen bekommen, da wir keine Fluglotsen haben, da ich nicht online fliegen oder so. Und auch eigentlich kein anderer Verkehr rum ist. Ja, ja. Watzim ist auch immer wieder ein kleines Thema bei mir, allerdings das Problem, das ich dort ein bisschen habe, ist, wenn ich es als Video mache, ist dann einfach so ein bisschen das Problem mit mir selber, sage ich jetzt mal, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert hinterher, sage ich jetzt mal. Und oder dass sie frustriert werden wegen Flügen. Darum müsste ich dort auf jeden Fall wieder, bevor ich ein Video mit Watzim mache, zuerst mal wieder ein bisschen privat fliegen. Dort drauf. So ein bisschen gehen. Zürich-Genf fliegen. Oder von Genf-Bern fliegen. Bern-Genf. Genf-Bern oder so. Einfach um wieder ein bisschen reinkommen. Nachher halt die grösseren Flüge machen. Auf Mallorca und so. Seine Zeit, ich meine, es ist jetzt auch schon ewig her, seit ich das letzte Mal auf Watzim geflogen bin. Das war auch noch im 2014 gewesen. Wo ich dort, mit X-Plane angefangen habe. Und zum Teil sogar noch FSX geflogen bin. Zum Beispiel mit der Eduwies Fokker 100 von Zürich auf Mallorca und so. Das war noch lustig gewesen. Nachher bin ich zu Mallorca irgendwie gespawnt und nachher ist mein Transponder auf 7700 gsi und dann bin ich sofort angeschissen worden im Chat. Jetzt hat sich's geändert und die QNH ist gleich geblieben. 230 80 Knoten. Gut. Das ist machbar für mich. Aber ja, Watzim. Oder das eine Mal, als ich abgeflogen bin und der Controller nicht rausgekommen ist, dass der Flüger nur VR-Navigation kann und ich die Departure nicht kann fliegen. Das war noch lustig. Ein vektorbasierter Departure hätten wir auch nicht wollen geben. Dann habe ich irgendwie nach dem vierten Mal nachgefragt und gesagt, ja, ich fliege es halt gleich. Und dann bin ich einfach so Pi mal Daumen geflogen. Und sobald ich zum Departure gekommen bin, oder Center oder so, was das nächste war, Tower und vielleicht Swiss, also Swiss Radar ist es, glaube ich, der nächste. Wenn ich zu Swiss Radar gekommen bin, habe ich einfach direkt zum nächsten Waypoint gefragt. Und dann ist das gut rausgekommen. Bin aber nicht gekickt worden. Ja, ja. Einmal bin ich in Japan geflogen. Oh, wir sind schon relativ nahe an der Maximalgeschwindigkeit. Ah, das ist, weil wir hier eigentlich Speed. Noch müsste ich machen vom Flüger und nicht einfach manuell rein eingeben. So, come on. Full Flaps. Spoilers full. So, jetzt sind Spoilers voll, ha? So, komm, sink jetzt. Komm, tu deine Geschwindigkeit abbauen. Meine Damen und Herren, ihr müsst noch wieder anschnallen. Es geht jetzt wieder ganz schnell in die Tiefe. Okay. Voilà, dann kommen wir auch schon langsam wieder auf unseren Descent-Pfad. Mit guten 3500 Fuß pro Minute Sinkrate. Ja, ja. Spoilers retracted. Spoilers retracted. Sieht von mir aus gesehen gut aus.
Ja, jo. Wie weit haben wir eigentlich noch ungefähr? Ja, gut, noch etwa 100 Meilen schätze ich. Ja, genau. Ja, du. Das kommt gut. Wir sind aber wieder auf dem Descent Path. Das kommt gut so. Ja, da lernen wir das. Mikrofon geht immer noch. Ui, tun wir hier mal X-Ray Scan aktivieren. Machen wir Speed Breaks mal ein bisschen raus. Versuchen es dann etwa im optimalen Geschwindigkeitsbereich zu halten. Oh, jetzt versucht er sogar noch Gas zu geben, das kommt nicht gut. Dann tue ich lieber Speedbrakes wieder einfahren, bevor er hier Gas gibt. Das ist nämlich völlig unnötig. Sehr schön. Barcelona ist vor uns. Super Sache. Was wir eigentlich machen könnten, ist hier mal ILS noch einblenden. Können wir vielleicht noch ein bisschen von außen schauen, da, was da passiert. Das kommt gut. Kommt sehr gut. Aber wie gesagt, JR Design 737. JR Design Airbus A330. Schon ein bisschen empfehlenswert. Ist auf ein paar kleine Macken, die er ab und zu hat. Und es kommt mir so vor, er hat sie nur, wenn ich aufnehme. Ist er wirklich ein gutes Flugzeug. Also, er kann alles. Und man hat das Gefühl, hat er müsste können und er macht es so, wie man sich es vorstellt. Also ist wirklich brauchbar, das Flugzeug. Schöne Autopilotberechnung, keine Überraschungen, alles ist perfekt. Sag ich jetzt mal. Oho, was haben wir denn da? Haben wir denn noch einen Spalt in der Szenerie? Oh, oh, oh.
Ja, das sieht wirklich nice aus, die Häuser. Ja, wenn ich herzumme verschwinden, also kommen sie führen und wenn ich zurückzumme verschwinden sie. Super Sache. Gut, da vorne beim ersten violetten Punkt auf unserer Route kommen wir bei 10.000 Fuß an und werden unsere Geschwindigkeit verringern. Und weiter vorne ist ja auch schon die Approach Phase. Wo wir den Klappen rauslösen und eine Landekonfiguration bringen. Gut, hier hinten irgendwie jetzt 1000 Fuß oder so über uns ist ein Flug. Ich sehe es jetzt von hier aus nicht. Ist ja gleich. Jetzt machen wir mal rein. Ja, es fliegt glaube ich eh von uns weg. Ah, das ist gut. Hey, schau mal da. Sieht doch schön aus am Boden. Also es hat sich schon etwas da, im Gegensatz zum X-Plane 10. Die Städte hier sehen wirklich aus wie, wie Städte. Und nicht nur wie amerikanische Vororte. Dem her wirklich einen grossen Fortschritt. Ich habe das Gefühl, er läuft besser, allgemein. Bessere Performance. Und er sieht schöner aus. Natürlich. Ja, du. Ah, gehen wir mal wieder in den Cockpit. Dann ist übrigens der Flüger. Ah, den sehen wir schon nicht mehr. Der ist schon aus unserem Scope raus. Und voilà, ihr seht, wie ich gesagt habe. 12.000 Fuß momentan. Da vorne beim Pünktli 10.000. Und dann da vorne ist der, also decelerated, wird er dann in Approach-Modus übergehen. Der Autopilot. Von dem her habe ich das Gefühl, und alles gut. Wir haben sogar noch mehr Treibstoffreserve, als ich gemeint habe. Fuel Prediction ist zwar immer noch auf 12, ja, wir sind auch noch nicht gerade dort, aber ja. Voilà, der Flieger kommt jetzt hier wieder aufs T-Cas. Approach Checklist completed. Was haben wir denn genau gemacht? Aha, Barrow Set und so weiter und so fort. Das ist ein Altitude Set und Engine Start Select as required, okay. Und dann macht dort eine kleine Kurve, du. Wobei, das kann nicht der sein. Da müsste 1500 Fuß unter uns sein. Aber der ist wesentlich weiter oben. Naja, ich sehe ihn jetzt nicht. Ist wahrscheinlich in der Woche. Ja, das heisst, wir sind jetzt auf 10.000 Fuß, die wir die Landelichter anlassen. Voilà, da kommen auch schon die ersten Turbulenzen durch. Ihr seht es. Gut. Voilà. So, jetzt versucht er die Geschwindigkeit abzubauen. In diesem Moment wird sich dann hier auch das Geschwindigkeitsscope wahrscheinlich verändern. Oder kommt es dann erst, wenn wir bei der Approach Phase sind? Ich weiß es genau. Aber 250 Knoten müssten wir jetzt dann eigentlich halten. Well, voilà, da sind wir. Voilà, jetzt hat es sich verkleinert. Ja. Habe ich doch gedacht. Aber wir haben wieder Turbulenz. Ey.
Wie beim letzten Mal auf Mallorca du. Ja, du, das kommt schon gut. Die Städte, das sieht wirklich nice aus von da oben. Von dem her grosser Fortschritt mit dem X-Plane 11. X-Plane 11 im Gegensatz zu X-Plane 10. Gut, wir haben wieder einen Cabin Call. Was ist das Problem? Passengers are wearing cabin ready for landing. Perfekt. Yes, please. Ja, noch nicht prepare for landing. Wir sind noch nicht so weit. Ja, du, das sieht doch gut aus, du. Das sieht einfach wirklich schön aus. So, die nächste Phase ist bereits da vorne. Die Approach Phase. Ab dort müssen wir langsam aber sicher auch Geschwindigkeit verringern. Also eigentlich sobald die Phase da ist, die wir Geschwindigkeit verringern. Und gehen dann in die Landekonfiguration. Gehen wir mal kurz auf Performance. Approach Phase, gehen wir da weiter. Das kann ich noch gar nicht einstellen. Okay. Init. Moment, irgendwo kann ich das einstellen dann. So. Ne, ich finde es gerade nicht mehr. Wahrscheinlich können wir es später einstellen. Aber wir tun eh mit Flaps full landen, hätte ich gesagt, und nicht mit Flaps 3. Von dem her ist das Problem. Du mal Runway Turn Off Lights auch noch einschalten. Die Lichter gehen übrigens, wenn sie an den Fahrwerk und so angemacht sind, gehen sie sowieso erst an, sobald das Fahrwerk ausgefahren wird. So intelligent ist der Airbus dann auch. Ja. So. Gut. So, da bin ich wieder. Sorry, geschwind. Wir sind gerade in der Woche. Wir werden demnächst rausbrechen. 5000 Fuß. Hey, yes, es geht. Voilà, da kommen wir raus. Wie sieht es von außen aus? Ja, eigentlich ganz okay. Okay. Ja, sieht halt mehr aus wie so eine riesengroße Nebelmaschine oder so. Aber ja. Yeah. Das ist Wasser. Das ist die nächste Phase. Kommt jetzt gerade. Approach Phase Activate. Und jetzt dann. Machen wir es gleich mal auf 3000. Ich tue es einstellen, wie ich will. Gut.
Approach phase activated. Approach phase activated. We need more drag, sir. Ja, dann tun wir halt Speed Brakes rauslassen. Diesmal sind sie sogar voll draussen, ey. We need more drag, sir. Gut, dann gehen wir mal Flaps 1 raus. Flaps 1. Ah, ich glaube, ich habe sie gerade ein bisschen zu früh rausgelassen. Ah, ah, Momo, da geht schon. Das haben wir jetzt gegen Flaps Overspeed. Ah, Flaps Overspeed. Nein, ist gut so. Jetzt könnten wir eigentlich schon Flaps 2 raus tun. Das ist nämlich Flaps Overspeed für Flaps 2, wo er uns da jetzt gerade indiziert. Flaps 2. Flaps 2. Oh, knapp. Gut. Flaps 3. Flaps 3. Gear down. Gear down. Oh, 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 oh. Trust idle. Ist gut so. Ja, du. Flaps full. Flaps full. Perfekt. So, da sind wir auch schon in Landekonfiguration. Was ich jetzt brauche eigentlich ist Approach Mode. So, perfekt. Gut, jetzt hätte ich den noch fast spät aktiviert. Localizer haben wir bereits. Auf den Gleitslope wartet er. Beziehungsweise das Gleitslope tut er jetzt in dem Moment capturen. Wieso gibt er so Gas? Ja, mal Gas geben ist global angebracht in dieser Situation hier. Sieht gut aus. Ja, wir stürzen fast ab. He? Vielleicht wäre Flaps 3 nicht so schlecht. Ja. Performance. Und die Conf 3. Geht das auch? Conf 3. Gut, dann machen wir hier. Flaps 1, Flaps 2, Flaps 3, Flaps 2, Flaps 3, Flaps 4, Flaps 3, Flaps 2, Flaps 3. Gut. Radio altimeter alive. 2500. So, Gopfer, da mir mal, ich hasse den Flaps-Hebel, ey. So, jetzt habe ich es. Jetzt ist es richtig. Gut, Flaps 3-Konfiguration ist drin. Das sieht gut aus, ich sehe von außen aus. Von außen sieht es auch gut aus. We need to check, sir, is everything okay with the light? Weißt du was, dann müssen wir das mal einschalten hier. Ja, das ist okay, der Takeoff, so. ICAM Memo, warte schnell. Cabin crew, please take your seats for landing. Ist das gsi? Nö, ist nicht gsi. Okay. Sehr schön. Ich würde sagen, ich tue den manuell landen, wie immer. Übernehme es den einen. Ich tue mich hier mal parat machen. Zum Übernehmen. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich auf dem Pedal gestanden. Und habe auch den Pilot deaktiviert. Landing Checklist completed. Landing Checklist completed. Da ist das hier die Landing Checklist gewesen, ja, der letzte Punkt von dieser Checklist. Flaps Konfiguration 3, Spoilers armed. Cabin Check. Signs on. Okay. Das erinnert mich an etwas. Ich war schon mal hier in Barcelona gewesen. Und zwar mit der CRJ 200. Yeah! 1000. Da werden die Erinnerungen wach, ey.
Ja du, schau mal, das sieht der aus. So, gehen wir wieder ins Cockpit. Ich tue jetzt den Autotrottel mal deaktivieren. Der Autotrottel. Und demnächst, so ab 500 Fuß, hätte ich gesagt. Dann noch. Kleine Fehler in der Szenerie. Anyway, dann auch der Autopilot selber. Und dann versuche ich das Thema zu landen. 500 Fuß. Also Pilot disconnected. 400. Land green check. Hundred above. 300, continue. What? 100. Trottierte mir zu fest schon. 50, 40, 30, 20. Retard. Ground spoilers. Ground spoilers, die Cell. Nase ablegen. Gut, Nase ist unten. Oh, dann machen wir doch ein bisschen Reverse Green. Idle Reverse und ein bisschen Manual Braking. Dann haben wir 80 Knots, das heisst Reverse Out. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch gerade die Busfahrt dort vorne. So, 70 Knots. Sehr schön. Dann können wir eigentlich auch schon Flaps reinlassen, Spoilers reinlassen. Das ist jetzt, glaube ich, einigermaßen gut abgelaufen, he? Die Landung. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier nice von der Bahn landing, weg. Sir. Nice landing, Sir! Dankeschön, he? Super First Officer. Ja, yeah, du, das ist jetzt doch gut gewesen, ja? So, jetzt muss ich hier schön überlegen, wo ich eigentlich her will. Wenn ich ganz so schnell fahren bitte. Ja, hätte ich gesehen, wir fahren doch mal da. Biegen wir hier rechts ab. Und hey. So, nicht über das Zeug überfahren und dann hier wieder geradeaus und links. Und dann suchen wir uns doch nicht ein Gate, sondern irgendwo eine Rampe. Also, oder irgendwie ein Gate ohne Passagierbrücke oder so etwas anderes. Ich würde sagen, wir fahren hier mal rein. So. Ein Air Canada A320, okay. Italia MD 80 747. Das ist noch eine coole Szenerie, die ist übrigens Standard, gell? Also das, so, bevor ihr nachfragt. So. Ja, ich gehe doch schön von außen schauen, wie das hier aussieht. Haben wir echt den Platz neben der 747? Ich denke schon, wenn wir dort die hintere Rampe nehmen. Ja, das ist doch gut. Ja, ja. Ja, das kommt doch gut. Ich würde sagen, wir nehmen dort die hintere. Also nicht schon die da. Ja, wobei eigentlich, warum nicht? Ja, das, die Wert 747 werden wir schon nicht streifen. Einfach so ein bisschen reinfahren. Mach ich mal idle. Ja, ja, das ist genug weit weg. Dann schaue ich doch an, ich bin noch ein bisschen neben der Linie. Dann schaue ich mal kurz von außen. So. Ungefähr so. Und dann machen wir doch noch Parking Brake 3. Und ja. Ich würde sagen, ich lasse einfach noch kurz laufen wegen dem Aufnehmen vom Replay. Und ja, ich würde sagen, das war eine relativ coole Landung, cooler Flug. Mit der Edelweiss 737
von Zürich nach Barcelona. Stimmt das überhaupt? Sagen wir mal Show Map. Voilà. Das ist übrigens auch alles neu hier. Sagen wir mal das hier. Nein, das ist nicht der Aircraft. Ich will hier da, den da. Oder das da. Oder das da. Das ist VRTMI, okay. Der Flughafen selber Barcelona, ja, genau. Das ist übrigens auch wirklich cool mittlerweile. Das, die neuen Utilities vom X-Plane 11. Aber ja, ich würde sagen, mit dem schönen Bild von der Edovi 737, sag mal, hat es mir die Zähne geschissen? Mit dem schönen Bild von der Edovis, vom Edovis A330 verabschiede ich mich hier in Barcelona. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao zusammen, bis dann. Jetzt noch viel Spaß mit Replay. One hundred.